Hallo, es ist Montag. Ich wollte ja weiter mit dir über den Plan Gottes reden, und dazu ist es erst nochmal wichtig, sich das Ziel vor Augen zu führen, das Gott hat. In Römer 10, Vers 13 und 14 lesen wir: Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Warum ist die Rettung so wesentlich davon abhängig, dass wir Gott bekennen und seinen Namen anrufen? Weil genau das Ziel des ganzen Universums ist. Damit treten wir wieder ein in diese Verehrung Gottes, die er ursprünglich sich gewünscht hatte, beginnend bei Adam und Eva und bei der ganzen Schöpfung. Paulus fährt fort: Israel hat die Botschaft gehört und abgelehnt. Sie können sich aber nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Also warum ist gerettet, wer Gott bekennt? Weil genau das Ziel von allem ist. Das Ziel des ganzen Universums ist die Offenbarung Gottes, seiner Herrlichkeit. Und demzufolge ist unsere Verehrung die wesentliche Antwort darauf. In Offenbarung 4, Vers 11, einem ja nicht ganz einfachen Buch, finden wir eine sehr interessante Beschreibung einer Thron- und Verehrungssituation in Kapitel 4, wie gesagt. Dort wird sichtbar, wie alles für die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt wird. Dort heißt es: Würdig bist du, Herr, unser Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht erkennen, denn du hast die ganze Schöpfung geschaffen. Wir ehren Gott also, weil er der Schöpfer ist. Der Schöpfer von allem. Deshalb verdient er Ehre. Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass genau das notwendig ist. Das begann schon im Garten Eden. Das war für Abraham sichtbar, wenn er unter dem Sternenhimmel abends betete. Das war spürbar für Mose auf dem Berg und dadurch auch durch die Herrlichkeit, die er erfahren hatte, in seinem Gesicht, das noch wochenlang strahlte. Im Heiligtum des Tempels, das Jesaja gesehen hat in seinem Kapitel 6, bei Jesus und seiner sanften, aber klaren Zugewandtheit an die Menschen. Und das wird auch sichtbar in einer anbetenden Gemeinde. Deshalb ist das, was wir miteinander tun, sehr kostbar. Im Psalm 19, Vers 2 heißt es dementsprechend: Der Himmel verkündigt Gottes Größe und Hoheit. Und in Römer 1, ich glaube Vers 18 müsste das sein, dort heißt es: Alle Menschen können Gott erkennen an der Schönheit seiner Schöpfung. Alle. Warum sollen wir an Gott anbeten? Weil er es verdient. Weil er der Schöpfer ist, weil er das Ziel des Universums ist, das Ziel meines und auch deines Lebens. In Johannes 17, Vers 2 sagt Jesus in einem abschließenden Gebet, bevor er sich in die Passion begibt: Vater, du hast deinen Sohn die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkst. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott zu erkennen bedeutet ewiges Leben. Das Gegenteil davon wäre Sünde oder ist Sünde. Sünde ist im Wesentlichen die Weigerung, Gott die Ehre zu geben. Und alles andere folgt daraus. Es ist Hochmut. Es ist der Glaube, alleine klarzukommen. Gottes Plan aber für uns ist, dass wir ihn aufgrund seiner Herrlichkeit ehren. Manchmal überlege ich will das nicht romantisieren, das Mittelalter war nicht lustig, aber manchmal denke ich, die Menschen des Mittelalters haben das noch erkannt, als sie ihre Kathedralen bauten und alles dafür taten, Gott zu gefallen, sonntags wie werktags. Jesaja hat Gott offenbart, und das hat er niedergeschrieben in Kapitel 43, Vers 7: Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Also uns Menschen.
hat er zu seiner Ehre erschaffen. Das ist der Plan des Universums. Und darin eingebunden bist du und ich. Und ich würde gerne morgen mit dir darüber nachdenken, was es bedeutet, das im Alltag zu tun. Was es sonntags bedeutet, ist klar. Nämlich Gott gemeinsam ehren dort, wo wir uns versammeln. Aber wie sieht das im Werktag aus? Einen gesegneten Tag.